Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli, und zwar zum Video Nummer 115. Ja, wie immer jeden Freitag 16 Uhr für euch da, und damit ich das auch diese Woche einhalten kann, mal aus einer ganz anderen Perspektive als sonst. Sonst sitze ich immer drüben an meinem Schreibtisch, habe hinter mir die geschlossene Bahn und erzähle euch, was ich letzte Woche alles Schönes gemacht habe. Und diese Woche ist das mal anders, und zwar aus dem Grund, ich habe gar nicht groß mehr was anderes an meiner Bahn gebaut, sondern ich sitze tatsächlich seit Wochen, das kann man ruhig sagen, an meinem Stellpult. Hier ist es hochgeklappt, so ein bisschen lieblos mit so einem Stängel hier, dass das eben hochgehalten wird. Ansonsten ist es ja anders geplant. Jetzt klebt noch was im Arm. Ist es ja auch ein bisschen anders geplant. Es soll ja runtergeklappt sein. Das ganze Board ist gerade mal, vielleicht kann man es hier so sehen, 1,7 Zentimeter hoch und muss mit dieser Schublade, ich werde es euch jetzt nicht zeigen können, reinschiebbar sein. Ich habe das ja schon mal erklärt gehabt, allerdings ein bisschen, naja, in andere Formen, wo man zwar von oben gesehen hat oder wie auch immer, jetzt kann man sich vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Reinschiebbar sein unter meiner Anlage, die ist also direkt oben drüber, und da sind dann Kabel verlegt. Wir sehen es jetzt hier, hier liegen, ich glaube, 120 Kabel sind hier verlegt, die liegen erstmal hier, die gehen rüber, also unter meiner Anlage durch, um dann drüben unter der Anlage wieder oder in der Anlage wieder rauszukommen. Das zeige ich euch mal in einem separaten Video. Ich möchte es euch noch mal sagen, was ich so diese Woche gemacht habe. Ich hoffe, es hat nicht geraschelt. Ich bin gerade an mein Mikrofon gekommen. Was ich so Schönes gemacht habe, eben wie gesagt, diese Woche. Und damit man mal weiß, ein Lebenszeichen, ich verspreche ja mal Freitag 16 Uhr für euch da zu sein. Und jetzt zeige ich euch das Ganze mal, wie ich das hier so geplant habe, was ich gemacht habe. Hier gehen also vier dicke Kabel durch zu meiner Anlage. Ich habe es ja schon erzählt, mit jeweils 25 Adern. Ich hatte ursprünglich vor, Einzelkabel zu ziehen, aber ich bin ganz ehrlich, da würde ich wahrscheinlich eine Meise kriegen, wenn ich die ziehen würde. Und also habe ich mir jetzt hier so 25 adrige Leitungen besorgt, die darüber gehen. Die sind insgesamt 2 Meter lang jeweils. Und dann liegt hier drüben noch ein Stromversorgungskabel. Das sind nochmal 20 Anschlüsse. Deswegen sagte ich 120 Kabel, die hier liegen. Aber das ist ein bisschen sehr, sehr viel technischer Kram, den ich euch hier gerade vorhalte. Das wollte ich eigentlich gar nicht machen, wenn ich mal ehrlich sein darf, weil ich wollte mich einfach nur mal melden bei euch, wie es praktisch weitergeht und was ich hier so Schönes mache. Und unter meinem Stellpult sind jetzt verlegt so haufenweise kleine Taster von hinten und LEDs umschaltbare. Jetzt will ich hier gerade so eine Platine anbringen. Ich hatte es ja schon mal erzählt, dass ich ja bestimmte LEDs bei mir drin in der Anlage speziell in den Signalen regeln will, und zwar die grünen. Die grünen erscheinen immer irgendwie heller. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Also mir erscheinen immer die grünen LEDs heller als die roten. Das liegt aber wahrscheinlich auch an dem Farbspektrum. Und das sieht halt nicht schön aus, gerade wenn ich das Licht dann so dämme über der Anlage. Das will ich jetzt, ich will es gerade machen, aber dann seht ihr mich wahrscheinlich gar nicht mehr. Wartet mal, ich mache mal noch ein Licht an. Ist das vielleicht besser? Bin ich jetzt besser zu sehen? Ein kleines bisschen, ne? Aber wenn ich jetzt die Anlage ausmachen würde hier drüben, hier habe ich ja noch ein Licht. Mensch, guck mal, hier kann man mich noch besser sehen. Mit weißem Licht über dem Kopf. Ne, das sieht nicht gut aus. Das lassen wir mal bleiben. Das sieht so bläulich aus. Das braucht man nicht. Das ist mein Arbeitslicht übrigens. Das habe ich mir hier angebracht, damit ich praktisch hier überall schöne Beleuchtung habe beim Arbeiten, weil ansonsten kriegt man da irgendwann mal einen Koller, weil das Licht kommt von da hinten. Das würde sozusagen hier einen Schatten reinwerfen. Sieht nicht schön aus, deswegen mir ein Arbeitslicht dran gemacht. Das sind eigentlich Videoleuchten von mir, wenn ich was aufnehme. Da seht ihr da auch gleich mal, wie das aussieht. Die sind also hier vorne an der Anlage angebracht, und die kann ich mir dann hindrehen auf der Anlage, wo ich will. Die kann ich in der Farbe verändern, zu warmweiß, zu wie auch immer. Da habe ich übrigens auch noch mehr. Schaut mal, wenn ich schon mal dabei bin. Ein bisschen weit drüben. Hoppala. Das sind die kleinen. Ich habe mal neulich erwähnt, dass ich so klein habe. Das sind die kleinen Videoleuchten übrigens. Überhaupt noch Saft drauf? Habe ich die echt leer gespielt? Drüben ist noch eine, stehe ich jetzt nicht auf. Die kann man hier so verändern in der Helligkeit und in der Lichtfarbe. Hätte ich euch jetzt echt gerne gezeigt. Jetzt ist echt der Akku leer hier drin. Naja, egal. Die sind also aufladbar. Die haben Akkus drin. Das kann man also machen. Das ist überhaupt kein Problem. Die haben dann so einen kleinen
Stativ, die kann ich auch auf die Kamera oben drauf machen, das sieht das natürlich nicht. Dann hätte ich direkt nicht beim Aufnehmen, aber jetzt erzähle ich irgendwelchen Kram, den ich heute eigentlich gar nicht erzählen wollte. Ja, ich, wie gesagt, zum dritten oder vierten Mal erzähle ich das jetzt, was ich jetzt hier gemacht habe. Und zwar habe ich jetzt zum Beispiel diese Potties, die ich hier anbringen will, die kommen also jetzt hier hin. Wisst ihr was, das machen wir mal schnell. Wenn ich hier schon sitze, ich habe nämlich meine Heißklebepistole voll. Und ich klebe ja Platinen recht gerne immer mit Heißklebepistole. So, dann machen wir. Das ist hier so eine Schnurlose übrigens, ne? Da kann man ganz gut arbeiten mit. Die hält bis zu 5 Minuten die Temperatur. So, dann machen wir hier ordentlich Kleber drauf. Legen wir das Ding mal hier drüben. Das ist übrigens meine Arbeitsplatte auf der Seite. So, und dann sollten die nämlich hier so hinkommen. Ich klebe es mal ja so vorsichtig ran. Ihr seht schon, das pappt schon. Es geht relativ schnell. Noch ein bisschen ausrichten, dass es vernünftig aussieht. Und jetzt habe ich hier sozusagen meine Putties, denn warum mache ich hier jetzt 4 Stück nur hin? Die anderen werden also alle irgendwo an den Weichenantrieben angebracht, damit die dann direkt die Signale dann das grüne Licht etwas runternehmen können. Aber es gibt bei mir 4 Signale auf der Anlage, die nicht über Weichen geregelt werden. Das heißt zum Beispiel am Bahnhof oben 2 auf dem hinteren, da sind die Weichen so angeordnet, dass ich keine logische Weiche dahinter habe, die, wenn die falsch steht, mir ein rotes Signal gibt. So habe ich das nämlich geregelt bei den meisten Signalen. Die stehen also einzeln für sich da. Das heißt, ich lasse einen Zug einfahren, lasse das Signal rot stehen, kann das dann von hier aus ändern, aber es stellt sich halt keine Weiche, es spielt keine Rolle, weil ich in die spitze Seite reinfahre, ob ich jetzt gerade oder nach rechts oder gerade oder nach links abbiegen möchte. Das spielt also alles keine Rolle und in dem Fall ja, muss ich die von hier stellen. Und dadurch, dass die Drähtchen hier seht, sieht man das so ein bisschen. Rot und grün kommt hier an und dann liegen hier unter der Anlage nochmal 2. Die sind so im, nee, sieht man nicht, doch, warte, wenn ich sie hier durchstecke. Hier kommen nochmal 2 an, da steht auch dran, Signal Dobbingen, Ausfahrt hinten rechts und in dem Fall das andere Kabel hinten links. Und dann werden die direkt hier angebracht. Also diese 6, nee, warte mal, 3, 6, 9, 12, nochmal 12 Adern kommen auch noch hier mit an und werden dann, wie gesagt, die Grünen werden hier drüber geregelt. Die anderen zum Beispiel müssen jetzt hier hinten dran. Spielt keine Rolle, sieht man sowieso nicht. Bringe ich aber mal ein separates Video zu. Ich habe auch schon angefangen, die Videos zu produzieren, wie ich das ganze Ding jetzt hier gebaut habe. Ich hatte ja vor einigen Folgen schon mal was gebracht, wo ich dann sozusagen mal so grob drauf geklebt habe, ja, und an der Stelle setze ich natürlich wieder an mit dem Video, da bin ich jetzt beim Arbeiten gerade, das wird wahrscheinlich nächste Woche kommen, ja, ich denke mal nächste Woche wäre ganz gut und dann habe ich so einen leichten Vorlauf, weil ich sitze hier, bin ich ehrlich, an diesem bisschen Zeug, das zeige ich euch mal noch nicht jetzt im Detail, hier hinten ist praktisch jetzt schon, der kleine Kern ist schon fertig, da gehen auch die paar Kabel schon hin, da ein bisschen fehlt noch hier hinten dran und da würde ich jetzt ein bisschen zu weit vorgreifen irgendwo, das bringe ich dann, wie gesagt, in einem der nächsten Videos mit dem bisschen Vorlauf habe, weil alleine für diesen kleinen Mist hier hinten, ich muss mal so sagen, habe ich tatsächlich 2 oder 3 Tage jetzt gesessen. Ja, ich glaube das Wochenende und gestern und heute mache ich ja das Video, heute ist Dienstag und natürlich dauerte das länger, weil ich mir das ja alles einfallen lassen musste oder ausdenken musste, wie ich das praktisch anbringen will. Na ja gut, das würde ich euch dann alles mal in den Videos zeigen. Das zeige ich alles noch ein bisschen näher dann. Dann gehe ich auch mit der Kamera näher ran. Dann kann ich euch das mal alles ein bisschen ins Detail bringen. Das kommt aber in einem der nächsten Videos. Ich denke mal, ich habe mich für diese Woche gemeldet. Es ist zwar kein Live-Basteln gewesen, es ist kein Primelkram gewesen, aber ich denke mal, ich habe euch vielleicht trotzdem unterhalten, indem ich euch gezeigt habe, was ich Schönes gemacht habe. Und mit diesen Worten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Freitag 16 Uhr bin ich wieder wie immer für euch da. Das war ich ja den ganzen Sommer schon. Übrigens deswegen die kleineren Updates, weil ich Großteil schon hier dran gebaut habe. Und das ist eigentlich wichtig. Nee, das ist nicht eigentlich wichtig. Das ist wichtig, dass ich endlich mal anfangen kann, auf der Anlage zu fahren. Ihr seht ja, hinten ist es offen. Ich habe die Modul rausgenommen. Und dass man auch mal ein paar Fahrvideos bringen oder ein bisschen ein paar Ergebnisse, wenn ich was gebastelt habe, dass man auch zu hier vorbeifahren lassen können. Wenn ich damit durch bin, geht es natürlich los, ist versprochen. Aber freut euch trotzdem auf die Videos, die jetzt noch kommen. Ich habe da einiges zu zeigen und einiges, vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Ich würde mich natürlich freuen, weil ich sage mal, dass mein Stellpult, was vielleicht ein bisschen anders ist, was auch vielleicht ein bisschen anders aussieht von vorne und auch von der Technik. Und freut euch auf die kommenden Videos. Ich freue mich auf euch. Macht schön gut bis dahin und alles Gute. Tschüss. Aufnahme stoppen.
Aufnahme stoppen. Aufnahme stoppen.